Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, wir, die Mosa-Lena, dürfen euch recht herzlich zum Xmas-Chill-In an der HTL Weiz in der Schmiede begrüßen. Im Namen aller Mitwirkenden darf ich jetzt die alle auch noch einmal namentlich erwähnen. Das sind zum einen der David Natter aus der 3er Handball, den wir eben gerade schon an der Schmiede gesehen haben, der Professor Thomas Klamminger und der Herr Professor Robert Bretterhofer mit der Musik und unser Herr Direktor Burkhard Hofer. Natürlich ist auch für Ton und Technik gesorgt. Das haben heute übernommen der Franz Thomas Hauser und der Bernhard Weber. Genau. Und zu guter Letzt dürfen wir auch noch unseren Gastgeber hier in der Schmiede, Herrn Ramin Hasrati, kurz um ein paar Grußworte bitten. Ja, vielen Dank. Danke für euren Besuch, für die sehr, sehr schöne Idee, hier in der Schmiede heute zu sein, zu unserer Zeit. Mein Name ist Ramin Hasrati, ich bin Kunstschmiedemeister und unterrichte hier in der HTL Weiz, der Schmiede, in dem Bereich Schmiede. Und Schmieden ist einer der ältesten Handwerksmetallberufe, die es gibt für die Menschheit. So ungefähr 4000 vor unserer Zeitrechnung haben wir die ersten Schmiedeberichte gefunden. Das heißt, gut 6000 Jahre wird noch immer geschmiedet. Der Schmied wurde früher viel mit Mystik und Magie verbunden. Ja, alleine die Materialien, die er verwendet, Wasser, Kohle, Erde, Feuer und Luft. Und daraus kann er einfach aus dem harten Material etwas formen. Es wird weich und gefügig, wenn der Schmied es erwärmt. Und dann ist es möglich, hier verschiedene Bereiche mit der richtigen Technik anzuwenden. Und so sind wir auch hier in der Schmiedetechnik in der HTL Weiz, wo hier diese Technik den jungen Schüler und Schülerinnen gezeigt wird, wie man hier mit ausgeklügelter Technik und Know-how ein hartes Material gefügig macht. Und warum wird das noch hier gelehrt? Warum wird so ein altes Handwerk noch immer in einer hochtechnisch modernen Schule unterrichtet? Ganz einfach. Erstens einmal sind die meisten Metallberufe aus dem Schmied heraus gewachsen. Und es wird nach wie vor diese Technik in der modernen Industrie gebraucht und verwendet. Und daher lernen die Schüler hier im ersten Lehrjahr diese Technik kennen und können dann später in ihrem Berufsleben Entscheidungen treffen, vielleicht, wann macht es Sinn, eine Schmiedetechnik einzusetzen oder andere Techniken, die sie hier auch gut erlernen werden. Ja, wir haben hier in dieser Schmiede viele Momente auch, wo es sehr anstrengend sein kann, auch wie im Leben. Man muss sich hineinsetzen und die Dinge anfassen, angreifen. Und mit Schweiß und Willenskraft ist aber vieles zu schaffen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Weihnachtszeit, dass ihr gut übers neue Jahr hineinkommt und dass ihr es schafft, gesund wieder in unsere Schule zu kommen. Dankeschön. Gleichschritt mitmarschieren oder unsere Stimme folgen und nach dem Aufhören funktionieren. Wir haben die Wahl. Wir könnten auch mal was riskieren. Wir könnten uns verletzlich zeigen und die Hoffnung nicht verlieren. Wir können es versuchen, anstatt gleich aufzugeben. Und uns Mut machen, die guten Seiten sehen.
uns verbünden, statt aufeinander loszugehen. Wir können wählen, ich entscheide mich für die Liebe und für die Menschlichkeit. Denn nur wer nicht geliebt wird, hört auf, ein Mensch zu sein. Ich entscheide mich für den Frieden und ich höre immer auf mein Herz. Wir sollten anfangen, uns zu lieben. Ich weiß genau, wie's hinter's wird. Es ist mir egal, wie oft ich selbst den ganzen Hass, das ganze Leid am eigenen Leib erfahren hab. Es ist mir egal, denn wir haben die Wahl, die ganze Wut und all die Ängste abzulegen, unsere Feinde zu umarmen und uns selber zu vergeben. Lasst uns zusammenführen, was längst zusammengehört. Und nie wieder wegsehen, sondern voneinander lernen. Und wenn es das Letzte ist in diesem kalten, harten Zeit, ich bleibe weich, entscheide mich für die Liebe und für die Menschlichkeit. Denn nur wenn ich geliebt wird, erlaube ein Mensch zu sein. Ich entscheide mich für den Frieden und ich höre immer auf mein Herz. Wir sollten anfangen zu lieben. Ich weiß genau, wir sind es wert. Menschlichkeit, denn nur wenn ich geliebt wird, hört auf, ein Mensch zu sein. Ich entscheide mich für den Frieden und ich höre immer auf mein Herz. Wir sollten anfangen, uns zu lieben. Ich weiß genau, wir sind es wert. Wir haben gerade von Herrn Klamminger und von Herrn Bretterhofer das Lied Für die Liebe gehört und darf auch gleich die nächsten beiden Beiträge von zwei Schülern ankündigen. Das ist zum einen ein Gedicht von Josef von Eichendorf mit dem Titel Weihnachten und ein Musikstück mit dem Titel Weihnachtliche Weise. Markt und Straßen stehen verlassen. Still erleuchtet jedes Haus. Sinnend gehe ich durch die Gassen. Alles sieht so festlich aus. An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt. Tausend Kindlein stehen und schauen. Sind so wunderstill beglückt. Und ich wandere aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld. Heeres Glänzen, heiliges Schauern. Wie so weit und still die Welt. Sterne hoch, die Kreise schlingen. Aus des Schnees Einsamkeit steigt's wie wunderbares Singen. Oh, du gnadenreiche Zeit! Thank you.
Weihnachten ist eigentlich ganz anders. Dieses Fest hat wenig mit Süße, die Glocken, die klingen und Stimmung und Romantik zu tun. Und noch weniger mit den Stresseinkäufen und den Parkplatzkämpfen kurz vor den Feiertagen. Weihnachten ist sogar eigentlich ein ziemlich erbärmliches Fest, wenn man genau hinschaut. Ein kleines Kind kommt in einem dreckigen Stall zur Welt, die Elternschaft scheint reichlich ungeklärt und gleich nach der Geburt muss die Familie die Flucht ergreifen, um nicht umgebracht zu werden. Und gut 30 Jahre später endet die Geschichte, dass dieses Kind als erwachsener Mann am Kreuz hingerichtet wird. Und was, bitteschön, soll das damit zu tun haben, was wir heutzutage zu Weihnachten feiern? Ein Kind ist jedenfalls ein Ruf gegen die Skepsis, gegen die Hoffnungslosigkeit, gegen die Verzweiflung und für die Bereitschaft, das Unerwartete und Überraschende auch im Positiven zuzulassen. Das ist keine Frage des Glaubens, sondern der inneren Einstellung zur Welt und zum Leben. Es wird schon kein Dumper, es wird schon kein No. Komm, gib mir zu dir, Herr, mein Heiland auf Gott. Wir singen ein Lied, dem Liebling, dem Grund. Du magst ja nicht schlafen. Im Stall auf der Hort, es ziehen ja die Engel, dein Lieger stellt aus. Mich scheine ne Zeit drin, im König sei Haus. Ei, hei, 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 Schloss ist Herz lieb. Ja, liebe Schülerinnen und liebe Schüler, ich darf nochmal zu euch sprechen, diesmal im Namen der gesamten Schülervertretung der HTL Weiz. Ich habe es schon oft genug gehört in diesem Jahr, es ist eine schwierige Zeit. Und ich hoffe, dass mit diesem Weihnachtsfest wenigstens eine Funken Normalität herkommt. Weihnachten ist ja ein Fest der Hoffnung, der Fest der Liebe. Und ich glaube, vor allem in dieser jetzigen Zeit brauchen wir diesen Funken Hoffnung. Wir dürfen ehrlich nicht vergessen, dass wir gemeinsam da drinnen stecken. Mir geht es persönlich oft so, dass ich manchmal schon die Geduld verliere, wann ist das Ganze endlich vorbei. Aber heute, wie ich da hergekommen bin, habe ich wieder gedacht, wir stecken alle gemeinsam da drinnen. Auch wenn jeder alleinig vom Bildschirm zu Hause sitzt und den Fernunterricht bewältigt, wir stecken da gemeinsam drinnen. Deshalb hoffe ich einfach, dass ihr das Weihnachtsfest jetzt da im Kreise der Familie wie jedes Jahr verbringen könnt und dass ihr erholsame Ferien habt und wir dann nach den Ferien noch hoffentlich die letzten beiden Wochen im Distance Learning verbringen und uns dann spätestens zum Semesterwechsel wieder in der Schule treffen. Zum Schluss wollen wir jetzt noch ein Grußwort von unserem Herrn Direktor erbitten. Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ja, alle, die diesen Livestream verfolgen. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Dieses Zitat wird Oscar Wilde zugesprochen. Ein forderndes Jahr, in dem trotz Pandemie vieles gut war,
geht dem Ende zu. Fordernd, fordernd für alle. Wir erleben in der Bildung einen Digitalisierungsschub, den wir uns vor einem Jahr noch nicht so vorstellen hätten können. Wir sehen aber auch, dass ein Präsenzunterricht dadurch nicht ersetzt werden kann. Denn es sind die sozialen Kontakte, die Gespräche, die Begegnungen, die in den letzten Monaten kostbar geworden sind, ja, die uns allen fehlen. Aber jetzt feiern wir Weihnachten und danken Kraft für die kommenden Aufgaben. Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins Jahr 2021 und am Ende wird hoffentlich vieles gut. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, espero anno e felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, espero anno e felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero anno e felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero anno e felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.